Schlaraffel? Schlaraffel? Heißt er wirklich Schlaraffel? Du... Was? Und damit willkommen, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren Part der wunderbaren Nuzlocke hier auf meinem Channel. Heute mit am Start in der Naturzone. Wir haben im letzten Part den Arenaleiter Kabu besiegt und... Wir haben noch einige Encounter abzufrühstücken, meine Damen und Herren. Dementsprechend schwingen wir uns auf unser wunderbares Rotom-Bike. Nimm natürlich die Watt mit, Leute. Watt. Ist das nicht der stärkste Raid von allen? Ist das nicht das Smeppo-Raid, der mega krass ist? Den machen wir lieber nicht. Ich habe gehört, er soll sehr stark sein. Also, wir gucken mal, was wir da machen. Aber wir haben erstmal einige Encounter zu machen. Dementsprechend werden wir das vorerst machen. Wir nehmen immer das Watt mit, Leute. Oh, da schwimmt ein Garados. Sehr stark. Und zwar haben wir hier schon einen Encounter geholt auf dieser Route. Hier haben wir Knospi bekommen, wie ihr wisst. Und wir haben noch einen Encounter. Und beziehungsweise mehr Encounter. Und zwar haben wir hier... Hat das einen anderen Namen? Genau, hier Milzersee. Hier könnten wir jetzt theoretisch reinlaufen und einen Fragezeichen-Encounter mitnehmen, wenn wir hier einen bekommen... Wir haben Mirapla bekommen. Ist jetzt nicht das beste Pokémon. Aber Hechti wird es schon regeln. Und nicht wundern, dass wir das Pokémon schon gefangen haben. Ich habe das Pokémon höchstwahrscheinlich auf einer anderen Route schon mal gefangen. Aber ich darf es jetzt offiziell für die Nuzlocke erst nutzen, weil wir es jetzt erst gefangen haben. Also, vielleicht schwer zu erklären. Nochmal andere Erklärung. Ich fülle den Pokédex nebenbei für mich selber, damit ich Spaß habe nebenbei noch während des Let's Plays, dass ich halt auch ein bisschen zocken kann. Und... Ja, jetzt haben wir ein Mirapla gefangen und das kriegt auch einen Namen. Und ich nenne es... Irgendwie kam mir gerade der Name Rumpel. Frag mich nicht, warum. Ich nenne das Ding jetzt aber Rumpel. Am Milzersee. Ich hoffe, da konnten wir keinen Milzer fangen. Weil Milzer wäre auf jeden Fall sahnig gewesen. Und im Team soll es nicht. Nein. Dafür ist es nicht gut genug. Mach's gut, Bruder. Oh, und da sind ganz viele G-Led Updies, Leute, wie aus meinem ersten Part. Eieiei. Wir können auch nach Claw City jetzt fahren. Wir können auch mal hier lang gehen. Hier waren wir auch noch nie im Let's Play. Also, ich weiß zwar nicht, ob ihr darauf Bock habt, so eine Naturzone zu erkunden. Aber vielleicht mache ich das auch einfach mal im Livestream mit euch. Vielleicht haben wir auch schon gelivestreamt. Ich habe nämlich vor, ein paar Raids mit euch zu machen. Milzersee Westen. Muss ja wieder eine neue Route sein. Das heißt, hier darf man wieder ein neues Pokémon mitnehmen. Oder nicht? Hier auf jeden Fall. Das hier ist jetzt die Wächterruine oder sowas? Ich weiß es nicht. Kann man hier reinlaufen? Pokémon Nest ist leer. Hier ist ein Nest. Sehr stark. Da ist was? Was haben wir denn hier? Zwielicht. Der kleine Schnarcher. Zwielicht. Und hier war ich noch nie, deswegen habe ich Zwielicht auch höchstwahrscheinlich nicht. Es ist sonnig. Okay, interessant. Aber es sind alles Pokémon, die wir für die Locken nutzen können. Von daher... Nice! 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 Gecatcht! Läuft, Alter, läuft. Ich werde heute auf jeden Fall einen Marathon hinlegen, Leute. Ich werde so viele Parts heute aufnehmen. Ich habe heute richtig, richtig, richtig Bock. Welches Level ist das Ding dann eigentlich? Kann ich nicht sehen, oder? Ne, kann ich nicht sehen. Lass dem Jungen mal einen Spitznamen geben. Ich gebe ihn Grunzer. Grunzi. Grunzi. Grunzi ist toll. Grunzi. Grunzo. Okay, dann Grunzo. Grunzo, alles fit? Ich hoffe doch. So, Grunzo ist im Team. Und ja, hier sind super viele Pokémon, wie wir sehen können. Und ich weiß nicht, wann wir das machen wollen mit der Naturzone. Vielleicht machen wir es wirklich im Livestream, dass wir die dann da alle mitnehmen. Also, dass wir im Livestream halt auch Encounter mitnehmen oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach mal. Ich werde auf jeden Fall mit euch zusammen hier noch ganz viel machen in der Naturzone. Wir werden raiden. Wir werden alles machen. Wir werden Items farmen. Wir werden Pokémon farmen. Wir werden Shinies farmen. Alles, was dazugehört. Aber erstmal gehen wir nach Claw City. Junge, da hat jemand den Müll nicht rausgestellt. Ah, nein! Geh weg! Ich habe keinen Bock auf dich. Du bist wahrscheinlich mega stark. Du bist wahrscheinlich mega stark. Milotiksee. Oh, Kleopatra. Hallöle. Haben wir hier noch ein paar Rare-Encounter? Also Zufalls-Encounter so? Erstmal das hier mitnehmen. Wahrscheinlich Mini-Pills. Nice. Haben wir hier irgendwie was? Was gibt's denn hier für Pokémon?
Schallquap! Kurr. Den habe ich auch schon mal woanders gefangen. Dementsprechend. Nice. Aber Schallquap ist nice. Boden, Wasser. Ist eine coole Typenkombi. Und damit resisten wir alle Elektroangreife. Das heißt, wir haben jemanden, der, ne, schon mal Elektroattacken gut abfängt. Haben ein Wasser-Pokémon, was gar nicht. Okay. Brandawatz ist jetzt nicht so das beste Wasser-Pokémon. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Wir haben einen Spitzname. Ich nenne ihn. Wie nenne ich ihn denn? Ich nenne ihn Bimso. 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 Leute, ich bin heute nicht sehr namenaffin, merke ich gerade. Gibt es denn irgendwelche neuen Pokémon? Was ist das denn da? Ach, das sind Mebraner. Okay. Cool, gibt es auch irgendwelche neuen Pokémon? Duflor, Mebraner. Immer mal gucken halt, ne, Leute? Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Filiu. Joa, ganz süß. Ich mag die Naturzone eigentlich, ne? Also, bin gespannt, wie das ist mit den ganzen Raids dann später und wie viel Spaß man dann haben wird. Im Endeffekt. Die Bäume sind halt nicht schön, also da hätten sie echt ein bisschen mehr Zeit reinstecken können, was das Design angeht. Aber ansonsten, keine schlechte Idee, was die Naturzone angeht. Hier haben wir noch ein Item. Gesnackt. Riesenpilz. Und wir gehen hier lang, Richtung Claw City. Engine Flussufer. Selbst hier haben wir einen Counter, Alter. Was ist denn los? Hallo, Dick Bang. Relaxo. Wollen wir mal reinrennen? Nee, was war das? War es Wommel? Ja, es war Wommel. Ah, okay. Okay. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob die Pokémon hier so krass sind. Es hagelt hier auf jeden Fall. Okay. Level 28 ist der. Ich sollte, glaube ich, aufpassen, wo ich reinlaufe, weil die können mich auch killen. Stellt euch vor, das wäre Level 30, 40 oder sowas und könnten uns one-shotten. Da müssen wir ehrlich aufpassen, ey. Gerade wenn wir hier Hechti vorne haben. Bam, ba, da, 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 da. Oh, ich mag die Musik so gern von diesem Spiel, ne? Aber vielleicht kommt das auch nur, weil die neu sind. Ich weiß es nicht. Diebeskuss. Also ich finde Wommel jetzt kein schlechtes Pokémon tatsächlich, weil es ist quick, es hat einen guten Spezialangriff. Später als Bundlebee. Es kann Faltereien, glaube ich, sogar aufsetzen, wenn ich mich nicht recht irre. Es ist echt nicht bad. Also, nimmt man mit. Jetzt müssen wir es bloß noch fangen, was das Problem ist. Eins. Okay. Bitte kein Crit. Dankeschön. Crit hätte, glaube ich, auch nicht ausgereicht. Von daher alles fein. Und der Hagel nervt halt, ne? Oh, der ist so nervig. Nerv, nerv, nerv. Pokéball. Pokéball, Pokéball. Waggon? Ich glaube, er kann nichts gegen uns machen. Von daher gehen wir da einfach mal rein. Bam, ba, da, da, da. Let's go, Thomas! Du, 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 du. Käfertrutz. Ja, das resisten wir zum Glück. Alles fein. Angreifen tue ich den jetzt mal nicht, weil ich glaube, der wird geone-shottet. Weil das, die beste Def hat das Ding jetzt nicht. Aber wir auch nicht so wirklich. Von daher, let's go, Superball. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Yes! Huh! Vier Pokémon haben wir jetzt schon gefangen. 403. Ich weiß es nicht. Alter, das gab auch viele EP, weil das halt so ein High-Level-Mon ist. Krass. Käfer, Fee. Sehr stark. Und ich nenne es Lilly. Ist halt weiblich auf. Von daher passt es. Das ist meine Fee, Lilly-Fee. Ne? So. Die gute Lilly ist das. Komm auf jeden Fall auf die Box, Lilly. Dich brauche ich gerade nicht. Was haben wir sonst hier? Filiu. Sneeble. Wow, Hilfe! Die sind ganz schön schnell. Die werden mich wahrscheinlich wieder töten wollen, ne? Ne, diesmal nicht. Was haben wir da noch? Vanilux. Sehr cool. Was haben wir da noch? So, noch mehr Sneeble. Hier ist mein Messer, Bruder. Ah, Bruder, geh weg. Ich will dich nicht. Wommel verfolgen uns auch? Tatsächlich. Kleine Mücke, Alter. Kleine Mücke, kannst verschwinden. Oh, Meistergriff. Ah, der ist zum Glück nicht so schnell. Von daher, alles fein. Ah, da dürfen wir nicht reinlaufen, sonst ist die Lok auch schnell tot. War da nicht was? Ich hab gedacht, da glitzert was. Was haben wir da denn? Auch wieder ein Wommel.
Das ist schon ganz nice. Aber die Musik ist gerade sehr fad. Brückental. Wohin genau? Tektas! Haben wir hier ein Fragezeichen-Encounter? Ja, haben wir. Kleopatra als Fragezeichen-Encounter. Face Level ist das Ding. 28, okay, ich dachte gerade, was mega krasses. Aber 28 ist halt auch schon stark, ne? Ich setz mal den Starter ein. Eieiei, Alter, wie viele Encounter kommen denn hier bitte? Wie viele Encounter kommen denn hier bitte, Leute? Folterknecht. Spann uns nicht auf die Folter, Junge. Spann uns nicht auf die Folter. Mach mal ein Rasierblatt, komm. Das sollte gut Schaden ziehen. Gewissheit, das sieht... Boah, das sieht aber auch gut. Rasur pur, nicht mal die Hälfte. Ich mach nochmal einen Zweigstoß hinterher, damit ich den wenigstens im gelben Bereich habe. Pix! Sehr nice. So, Super Bowl. Let's go. Two. Three. Nice. Wenigstens die Pokémon nehmen wir alle gut mit. Das geht ja zum Glück. Fix. Aber bisher noch kein Encounter, der mich so vom Hocker haut. Wisst ihr? Bisher ist da noch nichts so krasses dabei. Alter, alle mit Level Up, ey. Was ist denn da los? Tschüss. So. Neuer Eintrag. Das ist immer nice. Nehme ich gerne mit. Und wir nennen den Jungen... Ich nenne sie Cleo. Weil Cleo... Wisst ihr, ne? Wisst ihr? Ich hoffe, ihr wisst, warum. Ich bin mal gespannt, ob Leute es erraten, warum ich das den Cleo nenne. Ich bin mal gespannt, ob die Leute dieselbe Intention haben, die ich jetzt hier gerade habe. Oh, Zickzacks, Geradax. Alter, Geradax ist ja richtig auf Speed. Stark. Oh, wir haben die schöne Musik jetzt hier. Die mag ich sehr gerne. EFEM ist das oder ist das ein neues Pokémon? Das ist ein EFEM. Hi, mein Kleiner, was geht? Sehr schöne Pokémon, die hier sind. Ich mag es ja, Pokémon in der freien Wildnis zu sehen. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Und die Musik erinnert einen schon an Breath of the Wild, oder? Was ist das denn? Das ist die Weiterentwicklung von Ruffle. Du bist ja ein kleiner Fettsack. Oh, das ist ja wirklich Bidifas. Meint ihr, der kann uns töten? Ich weiß halt nicht, was für ein Typing der hat. Ich nehme auf Nummer sicher und heile mal kurz auf. Ah, da bin ich ja sehr gespannt. So, wenn wir die Tränke verwenden, die wir nicht mehr brauchen. So, zack, zack, zack. Und hier auch nochmal. So, ich bin jetzt gespannt, ey. Was für ein Typing hat der Junge? Wie heißt der? Schlaraffel? 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 Heißt der wirklich Schlaraffel? Du... Was? Der ist Level 42. Kann ich eine Pokepuppe hier nutzen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum ihr sagt, ich soll die Pokepuppen auf jeden Fall behalten und nicht verkaufen. Jetzt kann ich es mir vorstellen, warum. So, nimm mal alle Bären hier mit, Alter, ey. Boah, Junge. Was haben wir hier denn? Die Ebene lasse ich mal so, wie sie ist. Weil ich glaube, die Pokémon sind hier sehr, sehr high level. Oh, Zwirfinst. Shit. Ist das die Stadt? Hier haben wir so viele Pokémon, ne? 50 Watt again. Oh, Urgel! Hallöle! Soll ich mal... Komm, wir laufen trotzdem rein, Leute. Wenn wir schon dabei sind, laufen wir trotzdem rein. Komm. Encounter Time! Schmerbe. Oh nee. Es hätte alles sein können, aber kein Schmerbe. Bitte sei ich so krass vom Level. 26, das ist fein. Aber warum Schmerbe? Den haben wir auch schon in der Höhle getroffen, in der Mine 2. Das Encounter-Glück war heute nicht da. Das Encounter-Glück war heute nicht da. Ich sag's euch. Super bad. Also ich weiß halt auch nicht, wie das ist mit der Naturzone sonst so, aber es war halt echt nicht gut. Du kriegst auch keinen Spitznamenschmerz, dich mag ich nicht. Puh. Puh. Tschüss. Frubble, Urgel, Araqua, so viele coole Pokémon. Und hier ist noch Hut des Giganten. Die werden wir aber ein andermal dann machen.
Noctugeradax. Ach du Heilige, ey, die flitzen hier rum, ey, wie bekloppt. Sehr krass. Kramor! Bitte flieg mich. Nein, nein, nein. Lass mich bitte in Ruhe. Oh, du bist ja ein Süßer. Hallo? Der ist ja lieb. Der macht nur sein Geräusch und haut er ab. Uah! Barrikadax, geh weg. Ne, Geradax ist es noch. Nein! Oh, Mann! Den wollte ich nicht! Den wollte ich nicht! Aber den müssen wir jetzt fangen. Das ist ja unsere Route jetzt. 30 ist der schon. Clownwetze, der boostet sich hoch. Ich weiß nicht, wie stark dieses Ding ist, was für Fähigkeiten es hat. Ich glaube, das hat so ein... Hat das vielleicht so eine Fähigkeit, was... Also was so ähnliches wie Kraftkoloss? Ich weiß es halt absolut nicht. Absolut nicht, Leute. Absolut nicht. Auf jeden Fall ist er schon noch plus 2, was nicht geil ist. Rasierblatt. Vielleicht können wir ihn ja easy fangen, was ganz gut wäre. Und er hat auch diesen Avatar-Pfeil auf dem Stirn, ne? Es ist einfach der Avatar. Es ist der Avatar. Und wir haben ihn gefunden und gefangen. Woo! Nice. Okay. Wieder Level up hier, Alter. Für Stitch diesmal. Stitch. Okay, Geradax. Und nicht normal ist er einfach ganz normal. Ganz normal und nicht normal. Ich nenne ihn Avatar, Leute. Wir haben in jedem Playthrough fast einen Avatar. Und hier im Pokémon Schwert wird er neu geboren und es hoffentlich zur Stärke bringen. Ich packe ihn mal ins Team rein. Ich schmeiße was raus. Aber was will ich rausschmeißen? Eigentlich möchte ich nichts rausschmeißen. Ich will Stitch noch behalten, weil Stitch so süß ist. Und ich glaube, er wird noch richtig cool, so wie ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt. Ihr habt mich richtig heiß gemacht auf Stitch. Das war echt gemein. Fahr mal, Fahrrad. So, 50 Watt. Jetzt haben wir auch jede Route mitgenommen, die uns auf dem... Wow! Die uns im Weg war. Was haben wir da denn gerade für einen Sound gehört? Ach, Kammerheim! Hallo! Kleine Fratz! Was ist das da noch? Ah, Jimmy ist auch da. Hallo, Jimmy! Ihr Süßen. Ihr Süßen. Prachtfeder. Let's go. Let's go, guys. Drive Bikes! Wohin genau? Und ein Mogelbaum und Maschok. Sehr geil. Ich gucke hier nochmal alles ganz in Ruhe an. Ich finde das halt schon geil umgesetzt. Auch mit dem Licht, was hier reinkommt. Sehr cool. Ich finde diese Raid-Kämpfe sehr interessant. Also ich freue mich da wirklich drauf, die bald zu machen. Weil ich glaube, das wird echt nice werden. Maschok, wohin genau? Maschok. Noch mehr Watt für uns. Boah, das ist ein Drachenkopf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kommen wir da so rein jetzt? Oder bin ich komplett falsch? Ich weiß es nicht. Ah, sieht richtig aus. Ah, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Horn überprüfen? Pflanzenhorn, Wasserhorn und Feuerhorn, Bruder. Wunderbar, du hast insgesamt drei Arena besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Oh, nenn ich du, Alter. Du schon wieder. Wartest du auf Hop? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich, sondern selbst den Champ blamiert. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboom verschluckt werde. Sieh da, sie wollen meine Ohren sehen, bitte sehr. Danke, Challenger Bettis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Ohren besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, ich bin dem Liga-Präsidenten verabredet. Ciao, Bella. Bettis, Alter. Ey, so ein merkwürdiger Kerl. Das heißt, wir können aber auch rein, aber vorerst... War hier nicht noch irgendwie ein Item? Da. Warum kann man hier nicht rüberlaufen? Das wäre so cool. Pokémon, make it happen. Boah, das sieht nice aus. Das sieht nice aus. Oh, coole Musik. Hört sich an wie Königreich so jetzt. Claw City. Eine königliche Stadt für einen königlichen Zero. Boutique hier, Boutique da. Alles voller Schlossmauern. Yo, was ist das denn Geiles? Eine Art Drache? Das Sudolegi vielleicht? Ich bin gespannt.
Liga-Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihren Bericht zu erstatten. Okay, erstatten Sie mir. Das war ganz merkwürdig. Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Bettis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für Arena-Challenges Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um mein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Galas braucht nicht nur Wunschsterne, Gala braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der den Champ an die Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident. Einer der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel meiner Überlegenheit offen. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf. Genau solch ein leidenschaftlicher Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bettis, es gibt da etwas, was ich dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Okay, Olivia kümmert sich um ihn und wir sind jetzt hier bei Rose. Na, Zero? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als so Pokémon riesengroß werden lassen. In ihnen steckt nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen ins Stadion vorbeizauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Gala-Region erzählen. Bitte folge mir. Er mit seiner lässigen Unterhose, Alter, mit seiner Boxershorts, die er die ganze Zeit anhat. Sehr nice, aber vorerst möchte ich mich erstmal aufheilen, ein bisschen erholen hier im Pokécenter. Machen wir das am besten mal. So, guten Tag, Servus! Heilen Sie meine Monster auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh, ich hoffe, das sitzt sich bald und wickelt, Alter. Eigentlich könnte ich mal den Move hier machen. Ich habe ja ein bisschen geradet zwischendurch. Und ich habe ja genug Energiebonbons. Wenn ich die finde. Hier müssen sie sein. EP-Bonbon M. Und zwar gebe ich die mal Stitch. Was bringt denn einer? 3000. Was? So viel? Gebe ich ihm mal 2? 6000. 29. 30. Was? Switch! Übertreib dein Leben doch nicht! Er entwickelt sich! Okay, jetzt bin ich gespannt, was daraus wird. Alter! Und ein Uni-Kollege meint zu mir, der sieht scheiße aus! Refax! Der ist ja mega stark! Elektrogift. Dieses Pokémon kann 15.000 Volt starke Elektrizität generieren. Er nimmt keinen Gegner wirklich ernst. Was erlernt er denn jetzt? Funkensprung, endlich ein Angriffsmove, Alter. Ist der physisch dann? Ich bin gespannt. Also wir haben hier den Move, den machen wir weg. Dreschflegel, den brauchen wir halt einfach nicht. Funkensprung. Noch ein Move? Ne, leider nicht, okay. Aber das hat sich ja schon mal gelohnt, Alter. Da haben wir auf jeden Fall ein starkes Mod jetzt bei uns im Team, ey. Stitch. Okay, er hat ein anderes Minuswesen, sehe ich gerade, was wahrscheinlich nicht so geil ist. Und ich muss auf Screen wechseln. Spezialangriff ist aber höher, von daher alles fein. Kann auch sein, dass der Angriff so scheiße ist, weil wir ein anderes Minuswesen haben. Ich hoffe, er ist speziell. Punkrock erhöht die Stärke von eigenen Lärmattacken und halbiert den Schaden, den es selbst durch Lärmattacken erleidet. Ja, ist ganz nett, würde ich behaupten. Aber Stitch ist big nun, Leute. Stitch ist nun ein großer Stitch. Krass. Endlich sind wir hier in dieser Hochburg. Sehr geil, Klamottenladen. Hier, Friseur da. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich soll die Tasche ändern. Ändern Sie jetzt. Zeit für Veränderung, Leute. Was für Rucksäcke gibt es denn hier? Wir switchen den Bildschirm. Wir haben die Sport... Ne. Nein. Die sind ja alle so kacke.
Die sind ja alle bad. Also rot würde halt passen zum Outfit, von daher würde ich rot nehmen. Aber sonst ist halt alles crap. Fischerhut, Alter. Wir sind doch kein Fisherman's Friend, Alter. Was ist denn hier los? Brille? Irgendeine coole Brille dabei oder so? Nicht so. Handschuhe. Handschuhe gibt's hier nicht. Schuhe vielleicht auch nicht. Socken auch nicht. Shorts. Alles Trainingshosen nur. Aber die kann ich nicht anziehen. Die Jacken sehen aber geil aus. Trainingsjacke. Boah, die ist fresh. Die Jacken sind nice. Da kann man sagen, was man möchte. Kann man gute Akzente setzen halt. Na Leute, ich bin der Mode-Experte, ihr wisst Bescheid. Blau wäre cool, aber ich glaube, rot wäre das Schneekigste so. Das sieht fresh aus. Was steht da hinten drauf? Oh, das Feuerzeichen. Das sind die Arena-Jacken. Nice. Ja, die nehme ich mit. Die gefällt mir. Nice. Endlich wieder schick. Endlich wieder schick, Leute. Habe ich nicht noch Handschuhe an von der Arena-Challenge? Die möchte ich ganz gerne ausziehen, weil irgendwie sind die nicht so schick. Was habe ich noch hier? Ah, ich habe einen Handschuh immer an sich gerade. Also rot würde passen zum Outfit, aber wäre sehr lame, finde ich. Sporthandschuhe will ich nicht nehmen. Grün. Grün matcht halt mit den grünen Hosentaschen so ein bisschen, merkt ihr? Leute, der Mode-Experte! Der Mode-Experte, ich sag's euch. Haben wir noch andere Socken? Schwarz. Ich finde weiße Socken tatsächlich ganz cool. Och, zweifarbige Socken, what the fuck? Was war das denn hier gerade? Die haben halt auch was, weil die so blau sind. Aber ich glaube, ich würde weiß nehmen. Lange Socken. Ja, wir nehmen die. Ah, da ist mal hier modisch komplett aufrüsten, Leute. Haben wir sonst noch irgendwelche... Nein, ich will keine Handschuhe anziehen. Ich will nur meinen einen Handschuh jetzt haben. Den grünen. Dankeschön. So, und dann möchte ich noch vielleicht... Nichts. Ich bin fertig. Die Ligakarte wird aktualisiert. Die müssen wir auch nochmal machen, die Ligakarte, ne? Aber das schauen wir dann nochmal. Aber ich finde uns bisher schick, Leute. Wir haben uns schön rausgeputzt. Schön rausgeputzt. Dann haben wir hier noch einen Klamottenladen. Dann haben wir hier noch einen Friseur, wo wir reingehen können. Ein EFEM. Die wunderschönen Burgmauern der Stadt. Das sieht halt echt fantastisch aus. Wunderschöne Stadt. Wunderschöne Stadt. Wo kommen wir hier hin? Oder ist hier schon Ende? Nein, es geht hier weiter. Es ist eine riesige Stadt, wie es aussieht. Sehr cool. Kapsel X-Angriff. Hier haben wir nochmal so ein Tor. Wo geht's denn hier lang? Das ist die Schatzkammer von Klaus City. Ohne Erlaubnis kann ich dich nicht einfach hier reinlassen. Okay, Bruder. Akzeptiere ich. Ja, Team Yell geht weg. Auf euch habe ich gar keinen Bock. Psst, kennst du schon das neueste Gerücht? Klar. Okay. Ich kenn's noch nicht, Alter. Erzähl's mir. Was, nicht? Wenn du deinen Schwarm einen Knappel schenkst, während du ihm oder ihr deine Gefühle gestehst, dann... Werdet ihr auf ewig zusammenbleiben? Das erzählen zumindest die Leute. Ihr habt heute den Part reingeschrieben. Okay, ich dachte, ich rede nochmal, bevor er seine Gefühle. Deshalb suche ich die ganze Zeit jemanden einen Knapfel. Ah, wir brauchen einen Knapfel hier sogar. Und ich habe leider keins. Die Quest müssen wir auf jeden Fall machen, Leute. Wir können den nicht einfach stehen lassen. Wir müssen der Wingman sein für den Jungen. Wir müssen den anfeuern. Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einen deiner Pokémon... Eine... Ja! Ist das so eine Linkbox? Was ist eine Kombi-Attacke denn, bitteschön? Ah, für Höhner weg. Pflanzensäulen! Nice! Ja, warum denn nicht? Für Höhner brauche ich nicht. Pflanzensäulen, 80er Stärke, speziell. Nett. Also es lohnt sich schon, mit allen Leuten hier zu sprechen, auf jeden Fall in der Stadt. Ich finde die Stadt mega schön. Hier auch mit so einem schönen Garten, passend. Toxel sind cool, oder? Ich himmel sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, würde ich es vielleicht tauschen gegen ein Togepi. Nein! Ich behalte mein Toxel, Alter. Beziehungsweise jetzt mein Stitch in der weiterführenden Form. Los, Gastrodon, platsch, platsch! Ist ja süß, dass die auch kämpfen, ey. Mega nett gemacht. Ich finde sowas immer richtig cool, weil das... Muskelband, auch sehr cool. Weil das so ein bisschen das Pokémon so wiedergibt halt, ne? Weil Pokémon-Trainer kämpfen halt gegeneinander. Und dann solche Kampfflächen zu haben, das ist schon sehr cool. Sehr, sehr schöne Start. Leute! Ich bin sehr begeistert gerade von der City, so muss ich sagen, ey. Ich finde die sehr schön. Wir werden auf jeden Fall hier im nächsten Part weitermachen, gar keine Frage. Wir haben nämlich schon eine halbe Stunde voll, wie ihr sehen könnt. Wir haben halt viele Encounter gehabt, die Stadt noch ein bisschen angeguckt, ein bisschen Umstyling betrieben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es. Wenn wir alles schaffen sollten, vielleicht kommen morgen wieder drei Parts, Leute. Wenn ihr Gas gibt, lasst gerne ein Däumchen da. Wichtig, 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 Leute. Lasst Däumchen da. Ne? Support is appreciated. Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Kannst du gerne machen.
Erzähl mal, was Charlie sagt. Charlie, da wollen wir sehen. Ihr versteht euch ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Okay, also der checkt eure Freundschaft mit eurem Pokémon. Ganz cool. Und wir kriegen hier die Sanftglocke geschenkt. Nice. Die boostet natürlich die Freundschaft nochmal ein bisschen. Also auch sehr cool. Was gibt... Na, willst du auch dein Pokémon wirklich alles geben? Natürlich. Was hat sie gesagt? Will ich dem Pokémon alles geben? Willst du wissen, ob deine Pokémon wirklich alles geben? Ach so. Ja, was sagt denn Charlie? Dieses Pokémon, es könnte noch ein klitzeklein bisschen sich mehr anstrengen. Okay. Also ist wahrscheinlich das mit den versteckten Werten so. Also, dass man da vielleicht gucken kann, wie viele Werte der noch haben kann oder sowas. Ihr könnt mir sonst auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich hier falsch liege oder sowas. Auch hier so viele Häuser, wo man reingehen kann. Ja, das ist halt eine schöne, belebte Stadt. Oh, wenn ich ein Shiny hätte, wäre das cool. Ich lebe mit Mikro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit dem Flugtaxis am Hut. Nee, das sind Kramors. Und ich hoffe, dass wir auch bald ein Kramor im Team haben, ey. Das wäre super schön. Hoppala, ich bin die ganze Zeit, sehe ich gerade, im anderen Modus, ne? Leute, sag doch was. Ich bin die ganze Zeit im anderen Modus. Lull. Voll vergessen. Voll vergessen, ey, dass ich eigentlich noch switchen muss. Sorry. Sorry, sorry. Sagst du? Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie an vergessene Attacken sich wieder erinnern. Das ist halt wirklich eine gute Neuerung, ne? Auch mit den Namen und mit den Attacken und das ist halt richtig OP. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja auch, dass Roy der Wächter der Schatzkammer ist. Roy ist also der nächste Trainer, der Drachendude. Score City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst, diese Stadt ist wirklich großartig. Score City also, aha. Hier ist der Bahnhof. Hier ist nochmal ein schöner Bahnhof mit ein paar Ständen und allem, was dazu gehört. Sehr cool. Spielst du gerade ein bisschen was? Ich liebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen Galas ausprobiert habe. Sind die so gut? Hey, Barkeeper, eine Cola. Oder okay, dann nicht. Also ich kann mir leider nicht zu essen kaufen, Bruder. Ich kann nicht sagen, wie gut oder schlecht es ist. Es tut mir leid. Sind Leute, die einen Wunschstand finden, etwas Besonderes? Aber sicherlich doch. Und hier ist wieder Team Yell. Ich glaube, wir haben viel von der Stadt gesehen, aber noch nicht alles, Leute. Ich glaube, wir werden morgen auf jeden Fall in den weiteren Parts hier uns alles ganz genau anschauen. Zuckererdbeere? Okay. Interessant. Nehme ich mit, ist für ein Hukumil, also dieses, ist das dieses Sahnehäubchen? Ich meine schon. Auf jeden Fall, Leute, wir speichern ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls euch der Part gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Däumchen da. Desto mehr Däumchen, desto mehr Parts erscheinen. Ich bin raus, verabschiede mich, wünsche einen traumhaften Tag. Danke für das Abo, Herr Type Lenny. Und sage ciao for now, Leute. Ciao.